So wie hier in London. Engländer haben nicht viel mit Käse am Hut, sollte man meinen. Aber wer sich die volle Käsedröhnung geben will, kommt zu Pick & Cheese. Matthew Carver ist Gründer des Restaurants und ein absoluter Käsefan. Wir machen so viel guten Käse, aber keiner weiß davon. Das ist unser Fokus, britischen Käse mehr ins Rampenlicht zu stellen. Im ersten Running-Käse-Restaurant der Welt, auf einem 40 Meter langen Band, fahren 25 ausschließlich britische Käsesorten. Ich liebe Käse. Und ich dachte, wie könnte man ihn besser genießen als mit einem laufenden Käseförderband? Hier darf jeder nehmen, was ihm gefällt. Der Preis 3 bis 7 € pro Käseteller. Zu jeder Sorte gibt es eine spezielle Beilage, zum Beispiel süße Früchte oder Meerrettich. Das ist der Lancashire. Er ist aus Jersey-Milch gemacht. Also aus Milch der ältesten Rinderrasse der Welt. Ist ein Käse verkauft, wird nachgelegt. Damit das schnell geht, liegt der Käse vorgeschnitten in Schubladen. Es geht weniger um die Temperatur als um die Feuchtigkeit. Ein großer Fehler ist, ihn direkt aus dem Kühlschrank zu servieren. Lass ihn immer auf Raumtemperatur warm werden, damit sich die Geschmacksnoten entwickeln. Und wie kommt das Running Cheese Konzept bei den Leuten an? Wir sind die größten Käsefans, die es gibt. Das ist ein Traum für uns. Man kann nehmen, was man will und muss nicht einen ganzen Leib kaufen. Wir kommen nächste Woche wieder. Im Durchschnitt essen die Leute hier 8 Teller. Also, say cheese! Fichtenzapfen, Tannenzweige und Wurzeln. Ja, damit kann man tatsächlich kochen. Barbara Untermarzoner bringt diese Schätze aus dem Wald auf den Tisch. Klobenstein in Südtirol. Wald, soweit das Auge reicht. Barbara betreibt hier ein kleines Hotel und ist fürs Kochen zuständig. Sie gilt als Koryphäe auf ihrem Gebiet, denn Essen aus dem Wald ist im Kommen. Barbara geht zurück zu den Wurzeln, sprichwörtlich. Täglich begibt sie sich auf die Suche nach Waldzutaten. Mehr als einen großen Korb braucht sie dafür nicht. Als erstes pflückt Barbara Erika-Blumen. Die braucht sie fürs Dessert. Soweit so gut. Die zweite Zutat fürs Waldmenü erstaunt dann aber doch sehr. Fichtenzapfen? Das ist also auch eine Methode, wo man Fleisch oder Fisch zusammen mit den Zapfen braten kann. In derselben Pfanne oder auf einem Grill. Und diese Zapfen hinterlassen dann einen sehr harzigen Geruch. Gekocht wird, was sie findet. Die Aromen aus dem Wald, die hole ich rein. Aber sonst, es gibt bei mir keine Geschmacksverstärker oder ich tue ganz normal kochen. Der Korb ist voll. So, jetzt können wir kochen. Zu unserem schönen Wildspinat mache ich jetzt einen Saibling. Und den brate ich an und gebe dazu Fichtenzapfen und Waldkieferzapfen. Ein ungewöhnlicher Anblick. Die Zapfen brät Barbara gemeinsam mit einem Bachsaibling scharf an. Backpapier in der Pfanne ersetzt Fett und verhindert Gerüche. Den Fisch hat die Waldköchin natürlich aus einem Bach aus der Region. Hier kriegt's diese harzigen Aromen vom Baum und vom Wald. Waldspinat sorgt für eine frische Note. Beim Dessert, einem Waldtiramisu, zeigt ein Tannenzweig, was in ihm steckt. Als Vorspeise kommen Waldbrennnesselnocken auf den Tisch. Und was halten die Gäste vom Waldmenü? Das schmeckt nach Natur. Es schmeckt grün, es schmeckt sehr gesund und es schmeckt gut. Das schmeckt wirklich ganz fantastisch. Reine Waldkultur. Also ich würde sagen, nach Tannennadeln, Tannenboden. Und also uns schmeckt es geil. Spannende und unbekannte Aromen finden sich also direkt vor der Haustür mitten im Wald. Und die gute Nachricht, Deutschland ist zu rund 1/3 mit Wald bedeckt. Nächste Station der coolen Restaurants ist Polen. Sie sehen aus wie Mini-Äpfel, sind aber keine. Auch diese vermeintlichen Cake-Pops sind keine. Und die Brotstangen schmecken zwar nach Brot, sind aber keins. Im Sterne-Restaurant Sensis in der Altstadt Warschaus. Hier kreiert Chefkoch Andrea Camastra abgefahrenes Essen im Labor. Und er ist damit sehr erfolgreich. Neben frischen Zutaten steht auf seiner Einkaufsliste auch so etwas wie Stickstoff.
Wir bereiten gerade eine moderne, besondere Art eines Apfelparfaits zu. Wir benutzen zum Beispiel keine Sahne. Stattdessen wird es mit Luft versetzt und schockgefrostet. Es schmilzt sehr schnell im Mund. Wie er das macht, schauen wir uns mal in seinem Labor an. Das ist eine konventionelle Gulaschbrühe mit traditionellen Gewürzen. Aus einem Topf Brühe gewinnt Andrea mehrere Komponenten, die er später zu einer Neukomposition zusammensetzt. Die Flüssigkeit wird schonend erhitzt, eine klare Lösung destilliert. Diese Reduktion schmeckt schon sehr intensiv. Aber wir wollen alles noch viel intensiver. Deshalb benutzen wir diese Maschine. Andrea gewinnt drei Komponenten. Öl, destillierte Essenz und den Rest. Dann mixt er alles wieder zusammen. Geruch und Geschmack intensivieren sich so in der Neukombination. Andrea gehört zu den 100 besten Köchen der Welt. Und er hat auch einen Abschluss in Chemie der renommierten Oxford University. Das Ganze nennt sich Note by Note Cuisine. Auf Deutsch Notenküche. Hier wird destilliert, konserviert und neu gemixt. Das Schöne ist, dass man Tropfen mit Tropfen kombinieren kann. Man kreiert etwas, das es in der Natur nicht gibt. Und die Möglichkeiten sind endlos. In Andreas Restaurant laufen inzwischen die Vorbereitungen für ein Dinner auf Hochtouren. 25 Gäste wollen seine Note-by-Note-Gerichte probieren. Bei einem 15-Gänge-Menü. Kostenpunkt 130 Euro pro Person. So wie ein DJ, der Sounds neu mixt, schafft der Notenkoch mit Hilfe von Chemie ganz neue Geschmackserlebnisse. Und was sagen die Gäste dazu? Es ist ein kulinarisches Abenteuer. Wenn man das Menü anschaut, erwartet man etwas Simples. Aber dann ist da doch jeder Gang eine große Überraschung. Die Geschmacksknospen ultimativ herausfordert. Auf nach San Francisco, USA, ins Stinking Rose, in die stinkende Rose. Im weltweit ersten Knoblauchrestaurant dreht sich alles um die kleine weiße Knolle. Nix für Vampire. Das Besondere, die Stinkeknolle ist hier fast immer die Hauptzutat. Es gibt nie genug Knoblauch. Man sollte immer viel Knoblauch im Essen haben. Sie muss nur auch Knoblauch im Essen haben, dann ist es okay, wenn wir uns küssen. Küchenchef Juan Salazar verarbeitet hier jeden Tag kiloweise Knoblauch. Für ihn ist die Knolle das Leckerste der Welt. Aber auf die Zubereitung kommt es eben an. Wenn Knoblauch nicht richtig gekocht ist, schmeckt er bitter. Aber wenn man ihn perfekt zubereitet, schön weich, genießt man ihn und er schmilzt geradezu im Mund. Seine Leidenschaft für Knoblauch teilt in seiner Familie allerdings nicht jeder. Ich habe zwei Töchter, die sagen, du stinkst nach Knoblauch. Ja, weil ich im Knoblauchrestaurant arbeite. Aber wer kommt denn eigentlich auf so eine verrückte Idee? Knoblauchkönig Dante Serafini hat das The Stinking Rose vor fast 30 Jahren eröffnet. Es war das erste seiner mittlerweile 9 Restaurants. Knoblauch war schon immer sehr beliebt. Man verbindet damit etwas Gutes und irgendwie auch etwas Lustiges. Die ganze Vampirnummer, der Geruch und wie er stinkt. Wir dachten, das ist ein gutes Konzept für ein Restaurant. Der Erfolg gibt ihm recht. Auch zahlreiche Prominente waren hier schon zu Gast. Und woher der Name Stinkende Rose? Der Name kommt aus dem Italienischen, La Rosa Pozzolente. Das ist ein Begriff für Knoblauch, den man bis zu Shakespeares Zeiten zurückführen kann. Zurück in der Küche. Der Knoblauch kommt hier natürlich auch ins Kartoffelpüree, in Massen. Stolze 300 Gramm für diese Portion. Das Stinking Rose braucht 25 Tonnen der weißen Knolle im Jahr. Bei dieser Flut an Knoblauchzehen gehen die anderen Zutaten einfach unter. Aber genau das ist ja auch das Motto. Im Grunde würzen wir unseren Knoblauch mit Essen, nicht andersrum. Ein cooles Restaurant für echte Knoblauchfans.